Sonic in seinem neuen wilden Abenteuer Teil 1. Hi, ich bin Sonic, du weißt schon, der supercoole blaue Igel, von dem jeder spricht. Ich war schon in Videospielen, in Büchern, in Filmen, also eigentlich sollte mich jeder kennen. Aber für die, die mich nicht kennen, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Sonic, ein blauer, schneller Igel, der ziemlich cool ist und die besten Freunde hat. Ab und zu rette ich mal die Welt, weil mein Erzfeind Dr. Eggman immer mal wieder die Welt erobern will. Meine Fähigkeit, ich kann richtig schnell rennen, sogar in Schallgeschwindigkeit. Außerdem kann ich mich einkugeln und so jeden aus dem Weg schaffen. Eigentlich komme ich von einem anderen Planeten als der Erde. Aber ich fühle mich hier richtig wohl. Hier habe ich meine Freunde und meine neue Familie. Ich vermisse meinen alten Planeten auch. Vor allem Langklaue. Aber hier auf der Erde ist es auch ganz nett. Mein Zuhause ist bei Tom und Maddie in Green Hills. Tom war mein erster richtiger Freund. Ich nenne ihn lieber den Donutlord. Aber auch Maddie ist meine Freundin. Aber ich habe natürlich noch mehr Freunde, zum Beispiel Tails oder auch Knuckles. Wir drei haben letztens erst ein riesiges Abenteuer erlebt und haben zusammen, wenn auch mit Schwierigkeiten am Anfang, die Welt gerettet. Knuckles und ich haben uns am Anfang nicht so gut verstanden. Er war ein wenig kompliziert, kann man so sagen. Er ist ein wenig anders wie ich oder Tails. Aber er ist lustig und muss noch einiges zum Leben auf der Erde lernen. Wir hatten alle zusammen eine schöne Zeit, haben viel Spaß gehabt und viele, wenn auch kleine Abenteuer erlebt. Ich bin unendlich froh, wie mein Leben auf der Erde ist. Guten Morgen, Tom, na wie geht's? Stürmte halb verschlafene Sonic ins Schlafzimmer von Tom und Maddie. Guten Morgen, Sonic. Bis auf dass es 7:30 morgens ist und ein blauer Igel in meinem Bett sitzt, ganz gut. Und dir? Das ist Donutlord. Mir auch nur hatte ich einen recht komischen Traum heute Nacht, der sich auch total echt angefühlt hat. Hey Sonic, was hast du denn geträumt? Es hört sich so an, als würde es dich sehr beschäftigen. Sonic seufzt kurz und fängt dann an, von seinem Traum zu erzählen. Es fing alles mit einem Kalender an, auf dem war der Samstag von dieser Woche rot angekreuzt. In dem Traum waren du, Maddie, Tails und Knuckles. Und noch irgendjemand, an den ich mich aber gar nicht mehr erinnern kann. Auf jeden Fall war alles sehr komisch an diesem Morgen, irgendwie anders als sonst. Ich weiß nicht mehr genau, was an diesem Tag passierte, aber es war auf jeden Fall nichts Schönes. Doch wer war diese andere Person? Sonic hört auf zu erzählen und versucht, sich an die andere Person zu erinnern. Sonic, hör mal, mach dir keinen Kopf, Buddy. Das war alles nur ein Traum. Vielleicht noch Erinnerungen von damals. Aber egal, was passiert. Du bist hier in Sicherheit und wir sind, finde ich, da. Wir alle. Halt! Unterbricht Sonic Tom. Ich weiß es. Ich weiß, wer die andere Person war. Aber da kriegt Sonic kein Wort mehr raus. Er ist wie erstarrt. Tom wird nervös und macht sich Sorgen. Maddie reagiert. Was ist, Sonic? Wer war der andere? Sprich mit uns! So langsam kommt Sonic zurück. Seine Augen sind aufgerissen und seine Stacheln stehen zu Berge. Als ob er einen Kloß im Hals hätte, antwortet er Maddie und Tom. Dr. Eggman. Der war es. Er war plötzlich wieder da, aber dieses Mal stärker und weiser. Er hat meinen Freunden wehgetan und auch mir. Er war nicht alleine.
Er hatte eine Armee aus Pflanzen, die durch speziell erschaffenen Dünger riesig und stark wurden. Er hatte den Düngern auf ihre Blätter gestreut und so wuchsen und wuchsen sie. Sonic stoppte zu erzählen. Alle drei schauten sich an und fingen laut zu lachen an. Tom wiederholte Sonics Worte. Du hast also davon geträumt, dass Dr. Eggman zurückkam mit einer Armee Pflanzen, die er mit speziell erschaffenem Dünger modifizierte, und damit wollte er uns vernichten? Wieder mussten alle drei anfangen zu lachen. Stopp, stopp! Ich kriege schon Bauchschmerzen, sagte Sonic. Ich habe echt einen Blödsinn geträumt. Dr. Eggman mit einer Armee aus Pflanzen. Das ist so gut wie unmöglich. Die drei standen auf und frühstückten, und somit war das Thema beendet. Kein weiterer Gedanke wurde an Dr. Eggman und den seltsamen Traum gewidmet. Somit lief ihr Leben normal weiter. Währenddessen bei Dr. Eggman. So, bald ist es soweit. Dieser Sonic und seine Freunde werden bald ihr blaues Wunder erleben, im wahrsten Sinne des Wortes, erzählt Dr. Eggman zu sich selbst. Nachdem er von dem Pilzplaneten geflohen ist, wollte er es Sonic und seinen Freunden heimzahlen. Er hatte lange Zeit auf diesem Planeten verbracht und ist in dieser Zeit auch ein wenig verrückt geworden. Aber das darf man ihm nicht erzählen. Sein neuer Plan sollte sein, dass er Sonic erledigt und so die Weltherrschaft an sich reißen kann. In dieser langen Zeit, wo Dr. Eggman allein war, hat sich der Hass gegenüber Sonic nur verschlimmert. Und er will endlich das erreichen, was er schon immer wollte. Er hat aus den riesigen Pilzen vom Pilzplanet Dünger erschaffen, der alle Pflanzen, die er mit diesem Dünger bestreut, riesig groß und stark machen lässt. Damit will er Sonic vernichten und ist fest davon überzeugt, dass dieser Plan klappen wird. Die nächsten Tage bis zum besagten Samstag gingen schnell vorüber. Sonic erzählte noch Tails und Knuckles von seinem Traum, aber alle nahmen es nicht ernst und machten ihre Witze. Das Thema war schon schnell wieder vom Tisch und ihr Leben lief normal weiter. Nun ist er gekommen, der besagte Samstag. Guten Morgen, Tom und Maddie. Na? Gut geschlafen. Früh am Morgen rennt Sonic zu Tom und Maddie. Tom? Maddie? Schlaft ihr etwa noch? Auch nachdem Sonic noch mehrmals gerufen hat, hat ihm niemand gehört. Was ist nur passiert? Und was passiert ist, erfahrt ihr im nächsten Video. Gute Nacht.